Und dort war natürlich schon bei der Spielplanbekanntgabe elektrisiert. Knapp 2000 Zuschauer strömten zu diesem Spiel. Und nur einer hatte ein bisschen Magenschmerzen. Und das ist Buchbox-Trainer Toni Bobenstetter. Denn der ist von Geburt an ein Tiefblauer. Und wenn die Bauchschmerzen zwischendurch weg waren, spätestens nach dem Spiel waren sie wieder da. Dieser Mann war vor allem dafür verantwortlich. Bobby Schuwood. Zweifacher Torschütze und ein ständiger Unruheherd auf Seiten der Junglöwen. Schon in der 5. Spielminute erwischten die Blauen die Heimelf auf dem falschen Fuß. Der Angriff über Vollmann auf der rechten Seite und in der Mitte wird es unübersichtlich. Die Abwehr kann den Ball nicht wegschlagen. Wood stochert als letzter nach. 1-0 für 1860. Bobby Schuwood, einer von 6 Jungprofis im Kader von 60 München. In der Folge die Münchner zwar noch leicht überlegen, aber auch Buchbach kam zu Chancen. Kurz vor der Pause. Die Ecke schlägt Markus Grübel und in der Mitte Harald Bonimeyer, geschickt im Zweikampf gegen Ziereis, verschafft sich Platz, der Kopfball jedoch knapp vorbei. Sprung in Durchgang 2, eine ganz entscheidende Szene und ein perfektes Beispiel für das schnelle Umschalten der Löwen. Buchbach mit dem Freistoß, die Kopfballabwehr durch München und dann geht's blitzschnell. Kusu mit dem Steilpass in die Spitze, Ziereis. Immer noch Ziereis, behauptet den Ball perfekt, dann der geniale Pass auf Vollmann, der schüttelt seinen Gegner ab. Schlauer Pass und sträflich frei lässt sich Wood diese Chance nicht entgehen. Ein Bilderbuchangriff zum 2:0 für 1860. Wenn man auf die Wiederholung schaut, kann man zwei Fehler von Buchbach sehr gut erkennen. Erst der von Hein, der Vollmann zu einfach an sich vorbeigehen lässt. Und in der Mitte orientiert sich die Buchbacher Abwehr nur zum ersten Pfosten. Wood dadurch völlig allein und happy über seine 2 Tore. 3 Punkte ist richtig, war ein schweres Spiel. Wir haben sehr kompakt gespielt, aber wir haben die Chance genutzt und ja, ich bin zufrieden mit diesen 3 Punkten. 3 Punkte für die Münchner Löwen, die durch ein weiteres Tor nur 5 Minuten später den Sieg noch verdienter machten. Wieder Vollmann mit der Vorarbeit, dieses Mal Ziereis, der Vollstrecker. Zum 4:0 hätte es allerdings auch noch kommen können. Nach diesem Foul an Kusu scheitert Löwenkapitän Wannenwetsch an Süßmeier. So bleibt es am Ende trotz Schönheitsfehler beim verdienten 3:0 für die Gäste. Für Buchbach ein Lerneffekt mit Einsicht. Im Großen und Ganzen muss man das einfach neidlos anerkennen, dass 60 super gespielt hat, dass die einfach ballsicher waren von hinten bis vorne. Und das 3:0 muss man einfach akzeptieren, es geht so in Ordnung. 3:0, der Paukenschlag von 1860 München 2 zum Saisonstart. Und wenn wir schon bei den Löwen sind, dann kommen wir auch gleich zum